Und damit. Okay, jetzt habe ich den Controller geschüttelt. Ja. Ein bisschen zu hastig, die Begrüßung. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggladum zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig im Titel, welch zu Anfang da reinzufinden und den Titel des Spiels zu nennen. Ja, muss man erstmal wieder reinfinden. So, am Anfang schauen wir uns jetzt ein bisschen, wie am Ende des letzten Parts versprochen, in der Stadt hier um, die da war. Marmoria, oder? Ja, Marmoria City. Steht hier nicht drauf, aber ja, es ist Marmoria City. Wen haben wir denn da? Beginnen wir mit dir. Sollte man verantwortungsvoll umgehen, hörst du? Aber manchmal macht es auch Spaß, einfach einen ganzen Haufen Pokébälle zu kaufen. Ah, okay. So, einmal in die Häuser einbrechen und mal die Leute befragen. Niran, sitz! Ja, im letzten Part habe ich Nido einen kleinen Witz gerissen. Zu Nidoran. Ja. Es ist wahrscheinlich selbstverständlich, dass sich irgendjemand wieder dadurch angegriffen fühlt oder angesprochen fühlt und das nicht so toll findet. Wir haben unser Pokémon per Tausch erhalten und kommen nun schwer mit ihm zurecht. Es kommt beim Training zwar recht schnell voran, doch schwachen Trainern gehorcht es nicht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Tja, dann wäre die Welt viel besser. Und ja, was soll ich sagen? Ja. Ich werde mich für den Witz nicht entschuldigen. Habe ich im letzten Part schon irgendwie gemacht, aber Leute. Ich bin nicht politisch korrekt. Political Correctness. Der verdammte Political Correctness. Diese übertriebene. Ja. Versuche jetzt nicht das Falsche zu sagen, aber ja, Mensch, Leute, wie schon im letzten Part gesagt, nehmt das Leben nicht zu ernst. Dafür ist es viel zu kurz. Ich werde mir hier keine Witze verbieten lassen und das ist, ich mache Witze über jeden und alles und wer damit ein Problem hat, ja, der, ich weiß nicht, der, ja, soll sich von mir aus von meinem Kanal verdünnisieren. Ich will hier niemanden wegschicken, aber ich mache meine Witze. So, jetzt wird hier weitergemacht. Dieses Pokémon, jetzt hier keine zu ernsten Themen hier in Pokémon Let's Go Evoli. Dafür ist Minecraft da, dass wir da mal ein bisschen ernster werden können. Hier ist Pokémon. Da wird hier kein Thema thematisiert, hier werden keine Themen gesprochen, hier wird gespielt. Los, Dialoge und Handlungen. Auf geht's. Für die meisten Leute hier in Marmoria City ist das Training von Pokémon nur ein Hobby, so wie für die Käfersammler. Aber Arenaleiter Rocco ist da ganz anders. Ja. Ich will ja nicht jeden wegschicken, um nochmal zurückzukommen darauf. Wenn ich ihn zurück von meinem Kanal wegschicken, der nicht meinen Humor hat, aber ich habe auch nichts gegen Leute, die nicht meinen Humor teilen, aber ja, Leute, fühlt euch doch nicht wegen jedem Schwachsinn, wegen jedem blöden Witz angegriffen. Ich sag das jetzt nur mal präventiv, also mich hat noch niemand beschwert, also es kam noch niemand an und hat sich beschwert, aber ja, ich sag das nur jetzt mal schon für den Fall, weil ich das schon sehe. Ich sehe es schon kommen. Deshalb, ja, hier mal die Ansage.
Und dann hätten wir das mal geklärt. Roku, der Arena-Leiter von Marokka City, ist ein Profi im Umgang mit Gesteins-Pokémon. Wenn du dir einen Vorteil gegen sie verschaffen willst, solltest du Attacken der Type Pflanze oder Wasser einsetzen. Das dürfte kein Problem sein. Pflanzen-Pokémon haben wir glatt 2 im Team. Du musst dir die Wechselwirkungen zwischen den Typen gut einprägen, wenn du gegen einen Arena-Leiter bestehen willst. Ja, oder auch nicht. Oder einfach kämpfen, einfach draufhauen. Klappt schon. Hat bisher mal geklappt. Was? Team Rocket ist auch auf dem Mondberg. Was auch? Nee, auf dem Mondberg. Ich telefoniere gerade. Stören Sie mich nicht. Die Karte. Ah, okay, hier sind wir. Das ist der Vertania-Wald. Und da ist der Weg nach Vertania City. Auf dem Weg nach Vertania City. Im Mondberg. Und da werden wir wohl als nächstes aufbrechen hin. Die Dicta-Höhle. Ach ja, die ist mir bekannt. Die Dicta-Höhle. So, willkommen im Pokémon-Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fett machen? Sind die denn geschwächt? Naja, egal. Doppelt schadet nicht. So, hier einmal heilen. Da sehen wir nochmal mein Team, mit dem ich heute wahrscheinlich mal gegen Roku antreten werde. Den Arena-Leiter. Mit Beere uns bald wieder. Ja, es wird wahrscheinlich vorkommen. Ich tausche Pokémon mit dem Mädchen hier. Ich habe 2 Pikachu. Deswegen macht es mir nichts aus, eins zu tauschen. Okay. Und das Mädchen sagt folgendes. Ich möchte unbedingt ein Pikachu und tausche mir einen Tipi dafür. Der Sinn und der Zweck eines Tausches. Für schlappe 500 Pokémon Dollar kriegst du bei mir eine Tüte der knusprigsten Knabberei, die Kanto je gesehen hat. Die Marmoria-Knecker. So beliebt, dass ich täglich nur ein pro Nase verkaufen kann. Interesse an Knuspergenuss? Nee, danke, brauche ich nicht. Ich habe nicht genug Geld. Na doch, ich hätte genug Geld, aber das spare ich mir mal lieber für sinnvollere Sachen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ja, vielleicht wäre der Knecker auch nicht uninteressant, aber ja, was soll's. Raupi! Bist du da? Ich wollte eigentlich die andere ansprechen, aber mein Joy-Con hat sich dafür entschieden, ihn anzusprechen. Weißt du, was ich hier mache? Nee, erzähl es mir, was machst du da? Ich versprühe Schutz, um wilde Pokémon von meinen Blumen fernzuhalten. Na dann, viel Spaß noch dabei. Hast du eine Ahnung, was ich hier mache? Ich vermute, du versprühst Schutz, um wilde Pokémon von deinen Blumen abzuhalten. Gut, auch wenn es nicht danach aussieht, das ist knallharte Arbeit. Ah, okay. So viel dazu. Und dazu so viel. Warst du schon im Museum? Was, hier gibt's ein Museum? Nee, war ich noch nicht. Ich bin noch nicht lange in dieser Stadt. Oh, du sollst da unbedingt mal hin. Werde ich mal machen, bei Zeiten. Klein. Ein Kleinstein. Ah, schön kühl. Es ist echt ein Segen, dass Marmoria City im Schatten eines Berges liegt. Hier ist es immer so angenehm frisch. Ja, mag sein. Ihr merkt schon, ich habe einen außergewöhnlichen Suchsystem, Mismus-System, ein Suchsystem. So, ungefähr, so rum. Ja. Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn du sie mit dem Pokéball genau in die Mitte triffst. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Aha. Und du? Mit wachsender Erfahrung erlernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann man ihnen allerdings nur mit TMs beibringen. Ach was. Da sagst du aber was. Oh, Evoli hat was. Nee, das ist Taubsi. Taubsi hat was gefunden. Kit hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Du erhältst Nana-Beere von Kit. Du verstaust das Item in der Fangtasche. Okay, wird mal Zeit, mal wen anders.
rauszuholen aus dem Ball. Vielleicht kann mal Pepe hier mit mir rumlaufen. Muss den Pokéball. Zack. Genau. Ja, wollte gerade sagen, jetzt müsste der mit mir rumlaufen. Ach süß, das Knuffhänser. Das brauchen wir gleich im Kampf in der Arena. Mein Flatty findet immer tolle Sachen für mich, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Aha, Flatty. Smeet. Flatty ist ein Smeetbo. Das ist das Museum, oder? Ach, Knuffhänser wollte gleich rein. Mamoria City Wissenschaftsmuseum. Oh, die Wissenschaft. Oh, ein Phlegmon. Du bist ganz schön schnell, Knuffhänser. Also wirklich, Phlegmon. Wieso musst du nur immer so störrisch sein? Oh, hallo. Entschuldige, aber könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Nee. Verstehe. Du bist beschäftigt. Na gut, mach nichts. Also wirklich, Phlegmon, wieso musst du nur immer so störrisch sein? Oh, hallo, entschuldige, aber könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Ja, komm, mach ich. Es ist so, eigentlich habe ich einen Besuch im Mamoria-Museum geplant. Universum, genau. Mamoria-Universum. Das wird sein. Aber nun hat mein Phlegmon hier beschlossen, sich nicht mehr vom Fleck zu bewegen. Phleg. Könntest du vielleicht hier bleiben und auf meinen Phlegmon aufpassen, bis ich wiederkomme? Es dauert auch bestimmt nicht lange. Die Geschichte kenne ich doch, das dauert Ewigkeiten. Dann wird's nachts, dann wird's wieder Tag und die bleibt ewig da drin. Na gut, machen wir's. Danke, das ist sehr freundlich von dir. Dann lasse ich euch beide einmal ein Weilchen allein, ja? Da stehen wir also. Punkt, Punkt, Punkt. Phlegmon starrt ausdruckslos vor sich hin. Ja, damit hätten wir ein Internet-Meme gefunden. Und hier stehen wir rum. Du hast erfolgreich zusammen mit Phlegmon gefaulenzt. Ja. Naja, ich habe gewartet. Also, habe ich da gefaulenzt? Naja, was soll's. Und wir warten weiter. Und warten und warten. Ach, da ist sie wieder zurück. Danke, dass du so gut auf mein liebes Phlegmon aufgepasst hast. Hier, das ist für dich. Eine Riesenperle, halte ich von der Frau. Verstoß das Item im Beutel. Komm doch mal wieder vorbei, wenn du Zeit hast. Gerne nicht. Das hat ewig gedauert hier. Ich habe ganze Zeiten hier gewartet. Wusstest du, dass Pipi angeblich vom Mond stammen sollen? Die ersten Pipi wurden wohl gesichtet, nachdem Mondsteine auf den Mondberg gefallen sind. Ach was, das habe ich ja noch nie gehört. Hier ist die Pokémon-Arena und hier ist eine Sackgasse, hier geht's nicht weiter. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Ja, den Pokéball dort am Pokémon-Center, den holen wir uns natürlich noch ab. Ins Museum, ja, da gehen wir später rein. Erstmal hier kämpfen. Erstmal wird gekämpft und dann wird Kultur getankt im Museum. So, Pokéball, da könnte noch was Sinnvolles drin sein. Na komm, ein paar Tränke vielleicht. Knuffhänser. Es streckt sich lang und entspannt sich. Ah, auch so ein gechilltes Pokémon. Wie das Phlegmon. Na komm, ich will das Pokémon, ich will nicht das Pokémon, sondern den Pokéball. Pepe strahlt Gelassenheit aus. Ja, so ist er, der Pepe. So kenne ich ihn. Gelassen und gechillt. Du findest eine Kapsel mit X-Abwehr. Naja, das war's jetzt wert. Durchs Gebüsch. Und Pepe rennt schon mal vorher. Ja, so muss es sein. Der ist schon ganz gespannt darauf, in die Arena zu kommen. Und der will ganz schnell vorhin laufen. Na komm, Pepe, beeil dich. Rein da. Wow. Eine krasse Musik.
Howdy! Du bist in der Arena kämpfen, nehme ich an. Ich bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arena-Letter zu besiegen. Also pass auf! In der Arena von Marmoria City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen Typen auskennen. Ach du Schande. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber den Gesteins-Pokémon verschaffen kannst, die der hiesigen Arena in den Kampf schickt. Aber um Anfänger wie dich nicht zu überfordern, setzen wir nur zwei davon voraus. Und zwar Pflanzen- und Wasser-Pokémon. Wenn du gegen den Arena-Leiter antreten willst, musst du mir entweder einen Pokémon vom Typ Pflanze oder vom Typ Wasser zeigen. Was? Ich muss ihm also jetzt einen Pflanzen- oder ein Wasser-Pokémon zeigen. Ui, das ist aber heftig. Eine heftige Voraussetzung. Zum Glück habe ich einige. Ich habe einen Gliesersamen und ich habe einen Piepe. Dann zeige ich mal meinen Piepe. Das klingt ziemlich falsch. Meinen Piepe zeigen. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Wunderprächtig. Mit diesem Pokémon darfst du dich an der Arena von Mario City versuchen. Du musst dich nicht unterkriegen, zukünftiger Champ. Champion in Spe. Kanto Champion in Spe. Steht das hier auch drauf? Nein, steht da nicht. Das hat immer der Typ gesagt am Eingang in der ersten Generation. Kanto Champion in Spe. Pokémon Arena von Marmoria City. Arena Letter Rocco. Anerkannte Trainer Mordev. Ach, Mordi war schon hier. Na, dann ist ja klar. Und die Trainer können wir ganz einfach umgehen. Ja, zum Beispiel so. Nicht zum Beispiel so, sondern wir können das so machen. Aber ich würde mal sagen, wir trainieren unsere Pokémon in einem Kampf gegen die Trainer. Auf geht's. Wollen wir hier nicht uns durchschummeln. Willkommen in der Arena von Marmoria City. Du wirst hier Trainern begegnen, die etwas zäher sind als deine bisherigen Gegner. Das will ich doch hoffen. Das ist doch der Sinn einer Pokémon-Arena, dass man hier nicht 0815 schwache Trainer von der Straße trifft. Picknickerin Janette fordert dich aus. Die Janette. Die nette Janette. Ein Kleinstein. Los, Kid. Nee, Kid, du bist hier, glaube ich, falsch. Das ist hier... Ja, schlecht. Soll ich Pepe schon einsetzen oder wollen wir es mal mit Bisasam versuchen? Na komm, Bisasam einwechseln. Versuchen wir mal herauszufinden, wie deine Stärken im Kampf aussehen. Kleinstein sitzt einig klein. Okay, okay. Verteidigung steigt. So, Tickle und Heuler. Naja, das ist ja noch nicht so super. Ich glaube, das sieht bei Pepe ähnlich aus. Auweia. Es bedarf wohl noch ein bisschen Training, bis wir zum Arena-Leiter kommen. Ja, gut. Ja. Wie sieht es mit Pepe aus? Ist der besser unterwegs? Haben wir nicht trainiert. Ja komm, Mann, Joy-Con, Joy-Con, was passiert denn jetzt gerade? Das ist das Roulette, das Einwechseln-Roulette. Freunde. Ha. Was passiert hier gerade? Hilfe. Ihr habt's doch gesehen. Mein Joy-Con spielt verrückt. Wird weiter gescrollt. Kid, ja, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Und das Roulette hat entschieden. Windstoß. Zack, versuchen wir mal, was das bringt. Uah, nicht viel. Dann scheitern wir hier in der ersten Arena, oder was? Weil der liebe Pepe nicht trainiert ist. Ich versuche mal, die Pokémon zu wechseln. Ach komm. Junge. Ja. Ein Controller ist im Arsch. Los, wechseln. Einwechseln. So, zack. Komm zurück. Pepe, du bist dran. Los. Na komm. Zeig mal, was du kannst. Einigler. Ein Kleinstein zumindest.
Man fällt gerade auf, ist sehr hübsch animiert. Das, ja, das sieht toll aus. Rankenlieb. Na komm, zeig mal, was Rankenlieb kann. Das ist zumindest eine Attacke. Eine Pflanzenattacke. Okay, kann nicht viel einstecken, aber Rankenlieb, nicht schlecht. Wenn das noch ein bisschen trainiert ist. Wow! Kleinstein Platz gemacht. Okay, nicht übel. Pepe kann es auf jeden Fall. Kitterich Level 9. Kitterich erlernt Spieltrick. Bisasam Level 5. Rankenhieb. Ah, okay. Dann können wir das Bisasam auch verwenden. Du bist eigentlich zieher als meine bisherigen Gegner. Du gewinnst 140 Pokémon-Dollar und gehst zickrig aus dem Kampf gegen die erste Trainerin in der Arena hervor. So, der zweite. Der nächste, bitte. Stehen geblieben. Es dauert noch Lichtjahre, bis ein Kind wie du gegen Druck antreten kannst. Das weiß doch mittlerweile jeder. Lichtjahre Entfernung, nicht Zeit. Ach Mann. Dummes Kind. Du wirst Pokémon-Kämpfer in der Arena sein. Ein bisschen Basiswissen hier. Camper und Georg fordert dich raus. Kleinstein. Ach, noch ein Kleinstein. Und Roku hat es dann wahrscheinlich ein Kleinstein und ein Onyx. Könnte sein, oder? Ach Mann, ich hasse meinen Joy-Con. Komm, Pokémon wechseln. Könnte ich vielleicht mal Pepe an die Spitze setzen, damit er mal kämpfen kann. Das war vorhin ein bisschen verwirrt, das Einwechseln. Das war sehr verwirrend. Oh Mann. Ich hoffe, Kino ist hier in elliptischen Anfällen zusammengebrochen. Das ist jetzt kein Witz. Epilepsie ist eine ernste Sache. Da sind solche Sachen, Mittlerweile sind Spiele eigentlich darauf getrimmt, dass auch, ja, Leute mit Epilepsie da nicht mit solchen Problemen da nicht kritisch Anfälle kriegen. Aber ja. Ich hoffe, euch geht's noch gut. Pikachu erreicht Level 5. Ja, ich kenne mich halt auch nicht mit Epilepsie aus. Genau, Epilepsie. Ach, verflixt. Lichtjahre messen der Entfernung, nicht Zeit. Danke, dass das noch korrigiert wurde. Du gewinnst 140 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Georg hervor. Heißt der Kleine. Und da ist Roku. Den fordern wir aber erst heraus, nachdem wir das Team geheilt haben. Ein bisschen geheilt werden. Ja. Ich habe aus Versehen, nicht aus Versehen, ich habe es mit Absicht gemacht, aber ich habe leider vor dem Dreh jetzt hier die ersten Parts von Zombie geguckt. Pokémon Let's Go Evoli. Ja, das Spiel. Ja, seine Art, sein Humor. Ich darf nichts kopieren. Nach Vetania City. Auf dem Weg nach Vetania City. Nicht den Zombie kopieren. So, und rein geht's in den Kampf gegen Roku. Einmal vorher abspeichern. Zack. Da wird das Spiel gespeichert. Dann kann es reingehen. Warte, nein. Halt, stopp. Nicht den Beutel öffnen. Einmal das Team. So, den Pepe mal nach vorne. Bewegen. Und zack. Kid kommt an die Stelle. Ich würde mal sagen, bewegen wir mal Bisasam auch nach vorne. Der könnte auch einen Namen vertragen. Ja, so kann es sein. Bisasam. Da muss ich mal kurz gucken. Im Namen ändern. Wie hieß denn der Typ? Wie hieß denn gleich noch mein zukünftiger Aufnahmepartner? Ja, ich kann meinen Namen nicht so gut merken. Vor allem Spitznamen.
Ich hoffe, ich schreibe ihn richtig. Notfalls kann man es später nochmal ändern. Ungefähr so hieß er. Takeru. So, und Pikachu, ja, der kriegt später noch einen Namen. Lass mir noch was einfallen. So, nochmal abspeichern. Zack. Speichervorgang und weiter geht's. So, Rocco, ich komme. Ich sagte, Rocco, ich komme. Nicht weglaufen. Der Joy-Con macht mir Probleme. Ah, eine neue Herausforderin. Ich bin Rocco, der Originalleiter von Marmoria City. In meinen Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wieder. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Aber er meinte das wirklich so. Dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals klein bei. Wie du jetzt sicher schon denken kannst, setze ich im Kampf voll auf Gesteins-Pokémon und ich auf Pflanzen-Pokémon. Das kannst du aber wissen. Bei ihnen wird dein Team auf Granit beißen. Aber ich stehe schon. Ich sehe schon, ich kann nicht mehr lesen. Aber ich sehe schon, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Ein echter Pokémon-Trainer erschreckt eben vor keiner Herausforderung zurück. Selbst wenn seine Chancen auf seinen Sieg schlecht stehen. Na schön, dann zeig mir, was du kannst. Puh, gut, dass der Dialog zu Ende ist. Ich kann nicht mehr sprechen. Kämpfen wir. Nicht sprechen, kämpfen. Arena Letter, Rocco, fordert dich heraus. Sprechen können. Leal. Los, Pepe, du bist dran. Los, mach das Kleinstein alle. Mit deiner Attacke. Rankenhieb. Na komm, hau rinne. Zack. Wow. Das ist aber gut. Verdammt gut, die Attacke Rankenhieb. Hier in diesem Spiel. Na dann. Kann's ja nur gut werden mit dir, Pepe. Zack. Pepe besiegt Kleinstein. Pepe wird wohl hier der Star der Geschichte. Und der geht hier noch siegreich aus dem Kampf hervor. Pepe erreicht Level 7. Pepe ist der Star der Stunde. So schaut's aus. Onix. Ich möchte natürlich weiterkämpfen mit Pepe. Rocco setzt Onix ein. Ja, ich frage mich auch gerade, warum man dieses Spiel nicht mit dem Pro-Controller spielen kann. Das wäre hier deutlich besser und schöner. Oh nein, Pepe wurde besiegt. Ich habe keinen Beleber mit dabei. Oh nein, Pepe, ich hätte dich gebraucht. Jetzt hätte ich dich gebrauchen können. Dieser Samen. Takeru. Wenn ich dich richtig geschrieben habe. Los, Rankenhieb. Ich hoffe, dein Rankenhieb ist genauso stark. Und hältst es aus. Rankenhieb, na komm, zack. So, ein bisschen durchhalten. Rankenhieb, na komm. Steinwurf, ach du Schande, ich hätte einen Trank einsetzen sollen. Verdammt. Tränke nutzen, das ist das A und O. Kit. Dann bist du dran und machst den Rest. Oder der Rest meines Teams. Vielleicht kann Pikachu, nein, Pikachu kann ja nichts einsetzen. Spiegeltrick, Windstoß, na komm, Windstoß. Lass es irgendwas bringen. Steinstoß, Steinschub oder wie das auch immer hieß. Ach. Oh oh. Kacke. Kit ist hier nicht sehr gut drin. Nein. Windstoß. Da hat gerade jemand an meiner Tür geklopft und ist reingekommen. Nicht während meiner Aufnahmen stören. Tja, Pech. Ist jetzt im Video. Das kann ich nicht rausschneiden. Werde ich auch nicht. Ruckzuckieb. Na komm. Auweia. Das sieht gerade sehr schlecht aus. Das sind natürlich keine Pflanzen-Pokémon, kein Wasser-Pokémon. Ja, da bleibt mir nur noch Heuler. Da heule ich mal ein bisschen rum. Das ist mein Team hier gerade. Den ersten Verlust einsteckt. Hätte ja so gut gehen können. Ja, hätte. Hätte Fahrradkette. Hätte ich mal hier ein bisschen Trink benutzt. Dann würde Evoli jetzt hier nicht zu Boden gehen. Steinwurf. Okay, Blicky hält einiges aus.
Aber ja, sie kann Onyx nicht besiegen. Vielleicht doch, wenn sie genügend aushält, aber ich sehe da eher schwarz. Das wird nichts. Steinwurf. Na komm, Blacky, gib dein Bestes. Hoch zu Kieb. Na komm. Ein bisschen bringt das ja was. Und Steinwurf bringt nicht viel. Versuch's mal mit Tackle. Na komm, Tackle. Ja, ist schon im roten Bereich. Das kann funktionieren. Das wäre großes Glück. Sollte aber nicht und muss auch nicht. Ah, ein Zehrkampf mit Ivoli.